Hallihallo. Und schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wundern Sie sich auch, warum Sie so eine schöne Haut haben und 20 Jahre jünger aussehen? Satin Naturell. Nehmen Sie auch Satin Naturell. Und Sie sehen 20 Jahre jünger aus. Ja, also Leute. Ich mache erstmal die Tür zu. Oder ran zumindest. Also, ich habe gerade gestern Abend und heute Morgen Satin Naturell aufgetragen. Ich habe mich mit dem ganzen Thema megamäßig beschäftigt. Ich habe mir 48.000 Notizen gemacht. Ich weiß jetzt fast alles darüber. Und ich werde euch das berichten, aber in einem anderen Video, was ich anschließend drehen werde. Also, jetzt machen wir einen Schminki, weil ich habe so gedacht, können wir dann gleich zwei Videos drehen. Dann, ne, einen Abwasch. Und ich wollte euch ja auch noch meine neuen Pinsel zeigen. Also, ich werde euch heute meine Pinsel zeigen. Wir machen schnell einen Schminki zusammen, so einen ganz natürlichen täglichen Alltagslook mal wieder zwischendurch, wie ich ab und zu mal rumlaufe, wenn ich einkaufen gehe. Und ja, und danach machen wir dann halt Satin Naturell. Ich habe schon alles hier aufgebaut, alles vorbereitet, innerlich meine Mitte gesucht und dann geht's los. Ich habe es schon drauf, also wie gesagt, wenn ich so jung und frisch aussehe, dann liegt es am Solarium. Deswegen will ich aber nicht die Produkte schlecht machen, die sind spitzenmäßig, ich bin begeistert, das merkt ihr auch an mir, ihr kennt mich jetzt langsam, wenn ich so richtig so, dann freut sie sich. Also, ich werde davon noch schwärmen, aber im nächsten Video, jetzt machen wir nur ein schnelles Schminki. Also, die Haut fühlt sich so toll an, ich feiere dieses Produkt, aber ja, wir machen ja ein Schminki, also bereite ich mich soweit vor. Das heißt, ich mache jetzt mal wieder meine... Wo ist denn die Kamera? Achso, dieser hässliche Nagellack, das ist ein Nagelhärte. Den finde ich auch ganz doll doof. Aber ich hatte ja diese Neonails drauf und wenn ich die abmache, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe ganz, ganz dünne Fingerchen. Deswegen würde ich es auch nicht jedem empfehlen. Aber deswegen habe ich von Avon so einen Nagelhärte. Ob der gut ist, weiß ich nicht. Habe ihn das erste Mal benutzt, fand ihn immer schrecklich wegen der Farbe. Aber zum Herbsttypen soll ja Orange passen und manchmal ist es mir eben egal, wenn ich nicht so perfekt aussehe. Dann laufe ich eben so rum und dann müssen die Leute da durch. Guck doch woanders hin. Ja, also nochmal hier, also mit guck mal woanders hin meine ich nicht euch, sondern die an der Kasse, mit denen ich da einkaufen gehe und die dann so auf meine Nägel schauen und dann so sagen so, denken so, ah okay, oben das Gesicht geht hier aber die Nägel. Ah. Ich denke, die ist Avon-Beraterin. So, also, das ist mein Favorite, aber ich habe ja schon gesehen in der neuen Avon-Broschüre, ist leider meine Lieblingsfoundation, meine Kaschmir. Die muss ich haben. Ja, nützt alles nichts, die muss ich haben, weil die ist so geil. Aber die ist auch so, die liebe ich total. Die mache ich rauf, dann mache ich natürlich Make-up-Coach, Zauberpuder rauf. Dann mache ich, das liebe ich gerade, das Zeug ist gerade mein Lieblingsprodukt, als Lidschatten Base. Avon steht da auch rum, aber ich mache das, weil das heller ist. Und dann kommen die Farben besser zur Geltung. Und was machen wir noch? Die Augenbrauen mit so einem kleinen Pinselchen, Menschenschattenbrauen, da bin ich immer noch dabei. Und dann, was machen wir denn noch? Foundation. Erstmal überlegen, fällt mir noch was ein. Nö, und dann holen wir die Pinsel raus und dann werden wir mal sehen, wie diese Pinsel sind. Ich freue mich schon, weil die sind ganz neu und die sehen so richtig schön wichtig aus. So schön fluffig. Na gut, ich mache auf Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Mir fällt gerade was ein. Ist da nicht auch ein Foundation-Pinsel dabei? Guck mal, hier sind die Pinselchen, die hatte ich ja bei Instagram schon angekündigt. Und jetzt bin ich hier halt fertig. Ich habe das Licht auch nochmal geändert. So, das sind die super, super schönen Pinselchen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das gute Stück doch hier für Foundation. Oder nicht? Na, ich mache ihn sowieso danach sauber. Ich will ihn mal testen. Ich muss ihn mal testen. Das andere, das ist keine Foundation. Das ist Rouge, das ist, weiß ich nicht, das ist Lidschatten und den hier.
für irgendwas, vielleicht für... Ach so, und man muss die Pinsel gar nicht vorher unbedingt reinigen, habe ich gehört. Weiß nicht, ob das stimmt, habe mich da jetzt nicht so mit beschäftigt mit dem Thema. Also man soll es wohl nur machen, falls der Pinsel Haare verliert. Aber eigentlich mache ich das schon immer vorher. Aber heute mal nicht. Ich habe so viel tolle Pflege drauf, da schaden die paar Schadstoffe nicht. Die kommen gar nicht an meine Haut ran. So, okay. Das war schön. Voll das Erlebnis mit diesem Pinsel. Schön. Lässt sich gut verteilen, geht schnell und da ist schon das erste Härchen. Ach guck, stimmt das doch, was die sagen. Die verlieren Härchen. Ist aber nicht so schlimm. So. Foundation ist aufgetragen mit diesem tollen, tollen, tollen Pinsel. Habt ihr mitgekriegt? Das waren die Tarte-Pinsel. Die habe ich von meinem Schwiegertöchterchen geschenkt gekriegt. Und da habe ich mich megamäßig gefreut. Da habe ich mich, glaube ich, so megamäßig gefreut, dass ich Tränen in den Augen hatte, weil ich es so toll fand. Mich so, so, so gefreut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war für mich so ein tolles Geschenk, weil es so aufmerksam ist, weil da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er mir eine Freude machen kann. Und das fand ich einfach nur toll. Das ist meine große Leidenschaft, Schminken. Und wer mir dann einen Pinsel schenkt, der hat mich lieb. Ja, der liebt mich einfach. Ja, also was soll ich, weiß gar nicht, was ich dazu jetzt so sagen soll. Also toller Pinsel, kaufen Sie den. Ja, hat sich gut auftragen lassen. Ende. So, die Lidschattenbase habe ich mit dem Pinsel aufgetragen. Den liebe ich einfach, weil zack, zack, zack und dann bist du fertig. I love it. Und jetzt kommen die ins Waschbecken. So. Ja, dann kommt jetzt noch das Zauberpuder. Die Augenbrauen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, es geht weiter. Ich habe jetzt auch schnell noch den Concealer aufgetragen. Dann nehme ich gerade immer diese Farbe. Make-up Coach. Natürlich. Was denkt ihr denn? Und danach Zauberpuder. Und das lasse ich dann meistens so richtig schön einziehen. Und dann puder ich das nachher ab. So, ich habe vor, mich heute so ganz normal zu schminken. Ich habe vor, heute zu gucken, wie die Farben so werden. Also das geht alles so in eine Richtung. Ich mache nichts Weltbewegendes. Ich mache kein Duochrom oder Glitzerchen oder so. Ich mache einfach nur so einen ganz normalen, natürlichen Look. Muss ja auch mal sein. So, ich nehme dafür die 1991 Palette und die unteren Farben. Und da bin ich meistens bei diesen Farben. Rot mag ich auch total gerne, aber auch heute ist mir mehr so nach so bräunlichen Tönen. Ja, dann habe ich ja hier zwei Pinselchen, also zwei neue, die versuche ich gerade mal rauszuholen. Und das sind diese beiden Pinselchen. Und da würde ich mal vermuten, dass das so ein schöner Verblenderpinsel ist, weil der ist ja irgendwie auch so ähnlich wie der von Avon. Und den nehme ich unheimlich gerne zum Verblenden und den nehme ich bestimmt auch gerne unheimlich gerne zum Verblenden, könnte ich mir so vorstellen. Oder ich nehme ihn für was anderes. Also, was ich so festgestellt habe, dass man ganz oft seine Meinung ändert, dass man irgendein Produkt kauft und dann stellt man irgendwann so fest, ja, ist eigentlich ganz gut, steht auch drauf, aber ich nehme es für das und das. Und das finde ich, das ist ja das Schöne beim Make-up, dass wir da halt so machen können, was wir wollen. Das finde ich so schön. Es gibt eigentlich gar nicht so die Regeln beim Make-up. Ich erzähle euch gleich nochmal was Schönes. Und ich werde meine ganzen Pinsel hier nochmal durchdenken. Der zum Beispiel, glaube ich, der kommt erstmal in ein Glas, wo ich sage, will ich mich noch nicht so von trennen, aber weiß ich im Moment noch nicht, wohin damit. Dafür, glaube ich, aber kriegt der
einen neuen Platz. Ich glaube, damit werde ich jetzt meinen Rouge auftragen, weil ich habe mir noch mal Gedanken gemacht. Also mir hat ja jemand was geschrieben in Bezug auf Rouge, dass ich das zu weit unten mache. Und da habe ich mich eingehend mit Rouge beschäftigt, mit Blush und so weiter. Wo kommt das hin? Welche Gesichtsform? Und bla bla bla. So, das hat mich sehr, sehr, sehr interessiert. So, und ich bin ja auch eigentlich da immer sehr offen für lieb gemeinte Kommentare, und das war ein lieb gemeinter, das weiß ich, das fühle ich in meinem Herzen. Und ja, und da habe ich mich halt nochmal so damit beschäftigt, habe mir nochmal so meine Videos angeguckt und habe gedacht, ja, da hat sie schon recht, dass man das, irgendwie bin ich ja durch Make-up-Coach, durch so einen großen Pinsel überhaupt darauf gekommen, so Rouge so rauf zu machen, habe mir dann aber noch mal genauer angeguckt, wie der Pinsel wirklich aussieht bei Michaela Konrads, und der hat so kleine weiße, und das sagt sie ja auch, das ist denn wie, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Begriff, wie als wenn du das so ansprühst, so ganz fein ansprühst, also ihr wisst jetzt, was ich meine, und nachher weiß ich es auch, wenn ich dieses Video gucke, aber jetzt gerade komme ich nicht drauf. Wie die Puppen werden dann so eingesprüht, so, und das ist ein ganz feiner Strahl, und diese kleinen, ganz, ganz feinen Härchen, die bewirken das nämlich. Das habe ich auch bei meinem Rouge Foundation Pinsel. Allerdings weiß ich noch nicht so genau, ob ich den weiterhin verwende oder nicht vielleicht den neuen von Tarte. Also das, der ist auch schön, der ist von Arbon, der ist auch toll, aber ich glaube, ich mag so dieses buschige Weiche lieber. Ich glaube, da sind wir auch alle anders und da muss jeder gucken. Also ich werde mir jedenfalls nochmal Gedanken machen, was meine Pindelchen betreffen. Also von dem kann ich mich eigentlich nicht dran, das ist ja mein Bronzer-Pinsel. So, also wie gesagt, diese beiden süßen Dinger hier, und dann werde ich gleich mal anfangen mit Verblenden. Ja, das ist schon toll. Wunderbar. Das ist perfekt. Passt gar nicht zu mir, ne, wenn ich so bin. Ja. Super. Super. So, jetzt will ich mal mit dem hier was machen. Bin neugierig. Eigentlich habe ich hier immer für helle Farben den hier. Den liebe ich total. Der ist so schön puffelig. Aber der ist auch ganz schön puffelig, ne? Aber wenn ich den nehme, dann habe ich ja noch einen für dunkle Farben. Wo ist denn der jetzt? Och, Mensch. Der hier. Den nehme ich immer für dunkel. Dieser nehme ich fast nie. Aber den nehme ich jeden Tag, täglich, immer und nur. Und liebe das total. Übrigens, nur mal so. Die Foundation hat sich super auftragen lassen auf diesem Satin Naturel. Perfekt. Also super schnell eingezogen. Ich sage das später, jetzt nicht. Okay, also diese beiden Pinsel habe ich immer für helle Farben, für dunkle Farben. Und jetzt ist das gute Stück bei mir eingezogen. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich damit mache. Der ist hier ein bisschen fester, also die sind weich. Und der ist ziemlich fest. Kann ich mir vorstellen, kann man das hier gut machen. Mehr so stempeln, also so weich. Nee, also, ich muss erstmal warm werden mit den neuen Pinseln. Ich nehme den weiterhin und gehe in die Afterlife von, Afterlife ist der ganz, 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 ganz helle Ton, der allerhellste matte Ton in der 1991 Palette, und werde jetzt erstmal meine Base setten, damit sich das alles gut verblenden lässt. So, das war's schon bei der 1991 Palette. Das ist mit Abstand eins der tollsten Paletten überhaupt, und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich die raushole, wenn ihr nicht da seid. Das ist so meine nicht wirklich meine erste Wahl, aber die ist schon immer auf jeden Fall meine zweite Wahl. Immer. Meine erste Wahl wechselt immer so zwischen Make-up-Coach und diese goldige Maybelline X bla bla bla. Ihr wisst schon. So, jetzt überlege ich mal ganz kurz. Irgendwie juckt gerade mein Auge.
So, jetzt nehme ich den dunklen Pinsel, weil ich muss den ja noch für irgendwas verwenden. Ich weiß noch nicht für was. Ich gehe mal in die Echos. Echos ist so ein bräunlicher, matter Ton. Und mach mir mal kurz so einen Hintergrund. Ich fange mal an. Und was ich euch unbedingt noch erzählen möchte, muss, ich wollte mich ja jetzt eigentlich damit beschäftigen, wie ich, also ich, nochmal anfangen und dabei schminken. Ich hatte mir gestern vorgenommen, nachdem ich mich ja 3000 Jahre bei YouTube mit Rouge beschäftigt habe und was mir wohl am besten und was macht alt und wo macht man das und wie machen das und wie machen das die ganz Großen und wo machen die das hin und wie genau und bla 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 bla. So, und da habe ich mir dann vorgenommen, pass auf, Scharunchen, du gehst jetzt, ich versuche mal beides quatschen und das, du gehst jetzt, ich gehe in eine ganz dunkle Farbe, Bad Lila. Ganz dunkel, matt. Jetzt gucke ich mal, wie der neue Pinsel ist. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich gehe jetzt zu Schuback, weil das hier bei mir auf der Ecke ist. Sonst würde ich auch Douglas nehmen, das ist Banane, aber Schuback ist auf der Ecke. Die Kinder waren Eis essen mit meinem Mann und ich habe gesagt, ich gehe mal ganz kurz dahin. So, und Moment, lässt sich klasse auftragen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Pinsel liegt oder ob es an der Farbe liegt. Bombe, da sind wir ja in 2 Minuten fertig mit Schminken. Huhu. Jetzt den. So, und dann bin ich also zu Schuback rein, habe mir da so eine Verkäuferin geschnappt. Das war eine junge, sehr gut geschminkte Person. Die kam auch gleich so süß so auf mich zugelaufen und so freudestrahlend, so, kann ich Ihnen helfen? Und ich gleich so, ja, gerne. Und fand das voll süß, wie sie so auf mich zukam, so offen und lieb und herzlich. Und dann habe ich die natürlich erstmal gefragt, ob sie sich auch auskennt, ob sie sich mit Schminke auskennt und so. Und hat sie alles bestätigt und hat gesagt, so ja, kann sie alles und hat sie voll drauf. Machen auch Fortbildung und so. Gut. Ja, das ist schwierig, 2 Sachen auf einmal. Stille. Muss mich kurz sammeln. Okay. Und dann habe ich sie gefragt, wo soll denn das Rouge hin? Bei mir, wo würden sie bei mir Rouge reinmachen? Habe extra mein Gesicht freigelassen, habe nichts drauf gemacht, habe nur meine Augen geschminkt und habe sie gefragt, wo würden sie mein Rouge auftragen? Was habe ich für eine Gesichtsform? Ja. Und da hat sie gesagt, also, ich habe ihr auch erzählt, dass ich ganz viele YouTube-Videos gesehen habe und so. Und da hat sie gesagt, also, wir hier, wir Verkäuferinnen, also so ab und zu gucken wir uns sowas ja auch an bei YouTube, um so auf dem neuesten Stand zu sein. Da habe ich sie natürlich gleich gefragt, wen sie am liebsten mag, hat sie mir aber nicht gesagt. Da hat sie sich gar nicht festnageln lassen. Also sie hat nicht gesagt, gleich Vicky Lash oder irgendwie sowas. Oder Mama Co. oder so, das hat sie nicht verraten, wer da am besten ist. Sonst hätte ich euch das gleich gesagt. Ja, nee, hat sie leider nicht. Naja, jedenfalls. Hat sie gesagt, die gucken sich das auch an, um auf dem neuesten Stand zu sein. Aber die kriegen regelmäßig die Krise, wenn diese vor allen Dingen jungen Mädchen, und jetzt will ich hier aber niemanden zu nahe treten, niemanden beleidigen und gar nichts und überhaupt nicht persönlich werden und das ist überhaupt nicht meine Art, mag ich gar nicht. Jeder macht das, was er will und darauf geht es jetzt hinaus. Sie hat gesagt, es ist schon ein bisschen übertrieben, was da so gezeigt wird und teilweise kriegen die da echt die Krise, weil eigentlich, ich nehme Brown Sugar, eigentlich kann man machen, was man will, wenn es gut aussieht. Eigentlich hat Make-up nicht viele Regeln und das habe ich schon mal gehört. Das hat schon mal jemand gesagt und das fand ich auch schon so toll. Habe ich was vergessen? Nee. Also, natürlich gibt es so ein bisschen Regeln. Also ich mache mir jetzt ja nicht Rouge da in die Mitte, da ist ja wohl klar.
Aber als ich sie dann nochmal so gefragt habe, wo würden sie denn jetzt bei mir Rouge auftragen, sagt sie, Rouge heißt ja eigentlich nur eine Röte. Das hat Vicky Lesch auch gesagt. Ich fand Vicky Lesch zum Beispiel ganz toll. Die hat das mit dem Rouge hier beschrieben, hier vorne, da wo wir natürlich rot werden. Rot, Rouge ist rot und das kommt dahin, wo wir natürlich rot werden. Und wenn ich jetzt 20 Mal hier hin und her laufe, immer von der Küche bis ins Badezimmer hin und her, dann bin ich hier rot. Also werde ich mir hier auch was auftragen. Das hat sie auch gesagt. Und wenn man so ein ganz rundes Gesicht hat, dann soll man sich das nicht jetzt hier so auftragen, so, dann sieht das komisch aus. Dann würde sie schon ein bisschen weiter nach hinten gehen und sie hatte so eher so ein rundliches Gesicht. Also sie fängt dann wahrscheinlich erst so Mitte Auge an oder so. Na, aber schon auch so nach vorne, wo man halt auch rot wird. Und wenn ihr das wissen wollt, natürlich gibt es da 3.000.000 Dichterin holen. 3.000.000 Videos drüber. Wo man Rouge aufträgt und zu welcher Gesichtsfarbe was passt. Aber letztendlich ist es jedem selber überlassen. Und sie meinte nur, sie kriegt halt die Krise, wenn immer gesagt wird, ja, erst Bronzer, dann das. Da hat sie gesagt, das ist eigentlich total egal und da wird so ein richtiger Hype draus gemacht. Und das ist eigentlich Blödsinn, das ist eigentlich total egal, Hauptsache es sieht gut aus. Also macht euch da nicht verrückt, bitte. Wenn ihr erst Bronzer auftragt und dann Highlighter oder erst Highlighter und dann Bronzer, das macht eigentlich jeder so, wie er meint und wie er das gut findet. Und was ich auch toll finde, dass man erst Highlighter aufträgt und dann Bronzer. Ich finde das eigentlich ganz, ganz witzig, weil dadurch verbindet sich das ja alles. Und der matte Bronzer, der deckt den Highlighter ja nicht total ab, nur er macht ihn halt so ein bisschen nicht ganz so präsent. Und da kann man ja wirklich erstmal ausprobieren oder tagesformabhängig, was ich wann mache. Es ist aber schwierig, quatschen und schminken. Naja, das wollte ich euch nur sagen, dass Wimpernkranzverdichtung habe ich alles gelernt. Ich habe schon wieder für euch so viel gelernt. Oh, jetzt bin ich voll nach oben. Nichts passiert. Ja, ihr lieben Leute, also macht, was ihr wollt, Hauptsache es sieht gut aus. Fragt euren Mann, wie sehe ich aus? Die finden uns immer schön, ne? Gestern, war das gestern oder vorgestern? Neujahr. Neujahr war ich den ganzen Tag ungeschminkt. Abends ist mir das erst aufgefallen. Ich habe so aufgeräumt und rumgegammelt und weiß nicht, was ich alles gemacht habe. Videos geguckt und so. Irgendwie war das so ein Gammeltag. Wir sind ja auch echt spät aufgestanden und ach, es war irgendwie alles egal, Neujahr. Das war so ein richtiger kuscheliger Tag. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich gar nicht geschminkt bin. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube abends um 10 oder so, weil jetzt war klar, dass ich lange wach bleibe. Ich war an dem Tag auch echt lange wach, ich glaube bis 3 oder so wieder. Und da habe ich gesagt, Schatz, soll ich mich noch schminken? Oder kannst du mich auch so ertragen? Und er so, bist du ungeschminkt? Süß, ne? Ja, das hat er gesagt. Hat er erstmal geguckt, ja, eigentlich ist mir das egal. So hat er das gesagt, eigentlich ist mir das egal. Gut, so will ich das auch hören, verstanden. So, oh, seht ihr mich noch? Also, ich mache einfach nur heute so ein bisschen. Ich will heute gar nicht so auffallen. Aber was ich total liebe, ist, wenn ich sowas noch dazu mache. Ich bleibe ganz, ganz selten. Und jetzt fragt bitte nicht, welcher Stift das ist. Den gibt es nicht mehr. Ist so ein schöner Gel-Stift, Gel-Eyeliner, Gel-Stift von Avon. Ich weiß gerade echt nicht, ob es den noch gibt. Tropical Teal, den habe ich auch in meiner Glimmerstick, in meinem Glimmerstick-Video gezeigt, präsentiert. Aber ich weiß nicht, ob es den gibt. Guck mal, das mache ich ganz offen, das passt einfach zusammen. Braun mit Petrol, finde ich toll. Ich bilde mir immer ein, dass das noch das Auge noch so ein bisschen mehr öffnet und interessanter aussieht. Das bilde ich mir einfach mal ein. So. Ja, Mensch, da haben wir also diese beiden Pinsel wunderbar benutzt. Schöne Pinselchen, kann ich nur weiterempfehlen. Dann mache ich jetzt mal meine Wimperntusche rauf, ganz in Ruhe. Und dann machen wir noch mal zusammen ein bisschen Blush Rouge. Egal wohin.
Pause. So, und eigentlich finde ich, dass man schon wieder die Falten so doll sieht. Also nehme ich mir diesen Pinsel und gehe noch mal so ein bisschen in das Rötliche rein. Das hatte ich nämlich gestern, das sah richtig gut aus. Und mache das noch mal so ein bisschen. Sieht dann noch mal so ein bisschen frischer aus. So, guck, findet ihr das auch? Ich finde das immer voll schön. Und das ist nämlich das, was ich meine. Ich lasse das Ende oft offen. Manchmal gefällt es mir so und manchmal denke ich so, ne, da fehlt noch was. Und ihr wisst es ja schon, ganz oft nehme ich natürlich den auch nochmal schwarz und mache hier nochmal so einen Punkt. Also, Pinsel sind klasse. So, pass auf, heute nehme ich mal als Bronzer nur die Michaela Konrads Palette, weil da ist ja auch Sunny mit drin und der ist matt und bräunlich und den können wir gut nehmen. Auch da gibt es keine Vorschriften, hat sie gesagt. So schön, was die alles gesagt hat. So, und jetzt nehme ich mir mal zuerst den Highlighter, gucken wir mal, wie das so rum aussieht. Gehe in die Mitte und mache mir meine Nase wie immer. Dann gehe ich in den dunklen Ton und weil ich finde, dass das echt total gut zusammenpasst, mache ich das hier oben auch noch ein bisschen rauf. So ein bisschen auf das Braune rauf, muss gar nicht bis ganz nach oben gehen. Dann gehe ich mit dem Mittelfinger hier rein. Mache da ein Pünktchen und wenn das nicht so ganz geht, dann gehe ich nochmal mit meinem Pinselchen darüber. Aber soll schon eigentlich so einen Punkt ergeben, also nicht so weit. Wenn du zu weit hier runter rutscht, das passiert mir ganz oft, dann nehme ich das meistens auch dann weg mit einem Q-Tip. So, will ich heute glowen? Na klar. Nee, glowen will ich heute nicht. Ich möchte nur mal in diesen Highlighter reingehen und gehe auf die höchste Stelle. Und das ist bei uns Frauen ja nun mal hier. Und hier. Und dann gibt es ganz viele, die das hier auch noch so machen. Oder hier so machen. Hier so ein C, das habe ich gesehen. Das fand ich auch gut, dass man das hier so macht und hier so ganz leicht drüber. Und wie gesagt, soll ja nur so ein ganz klein bisschen schimmern. So. Und dann nehme ich mir weiterhin diesen Pinsel. Ach, bin ich doof. Ich wollte doch diesen Pinsel für Highlighter nehmen. Och Mann, tut mir leid, das habe ich jetzt echt vergessen, weil die Zeit mir schon wieder so im Nacken sitzt. Also ich nehme den weiterhin für Bronzer, kann man ruhig abklopfen, sieht den auch immer professioneller aus, wenn man als YouTube-Star die Pinsel so abklopft. Und dann mache ich mir einfach nur so ein bisschen, also Vicky Lesch hat es ganz toll erklärt. Sie hat gesagt, der Bronzer, aber es gibt keine Regeln, aber der Bronzer zeigt praktisch den Schatten der Sonne. Und das fand ich gut, weil hier oben ist ja dann eigentlich, kommt ja dann hier Rushi bei mir hin und das soll dann auch so sein wie eine Traube, wo wir wieder bei den Regeln sind. Also hier vorne schön rot und dann läuft das nach hinten aus. Also das sind so Sachen, die finde ich ganz gut. Und deswegen mache ich jetzt das hier, einfach nur so ein bisschen Farbe ins Gesicht und das macht man wirklich wohl dann wie eine 3. Aber wie gesagt, sie bei Schubach hat auch gesagt, wir haben nicht immer die Zeit wie eine 3 zu zeichnen. Also manchmal lässt man den Bronzer dann einfach weg, macht ihn nur an der Stirn, nimmt ihn als Rouge oder wie auch immer. Hauptsache wir sehen so einigermaßen gut aus. So, und jetzt nehme ich den neuen Pinsel, den... Der ist mega weich, der ist so weich wie, ich weiß nicht, ein Teddy oder so. Also Katze, Meerschweinchen, Hund, alles. Ganz toll. Und dann gehe ich nicht in den Pinken, sondern ich gehe in Just Fresh. Just Fresh ist meine absolute Lieblingsfarbe. Und jetzt mache ich das nur... Ich bin ein bisschen unsicher. Ja, so. Der ist ein bisschen fest, der Pinsel, aber ist okay. Kann ich nicht den nehmen? Oh Gott, jetzt bin ich total überfordert hier mit meinem Pinsel. Nee, also das muss ich ja nochmal, also das muss ich ja nochmal gucken, welchen Pinsel ich für was nehme, weil da finde ich ja das hier so schön. Und dann kann man so schön raufstupseln. Und wofür nehme ich denn dann den? Kann ich auch für Bronzer nehmen, also... Nee, jetzt habe ich zu viel Pinsel hier.
Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich überfordert. Nein, gib mir ein bisschen Zeit. Ich habe die heute ja, wie gesagt, das erste Mal ausgepackt. Und es wird sich alles zeigen, wie wir das alles so... Wo ist denn mein... Oh, nochmal matt. Komm, schnell matt. Nimm nochmal den hier. Na, wenn ich zu weit hochrutsche mit dem... Ich bin hier, guck mal, dann sieht man die Falten hier so. Dann schimmern die. Ja, also vielleicht lasse ich das doch mit dem Highlighter. Ich weiß es auch nicht. Ich bin überfordert. So, wie gesagt, nicht wundern. Ich drehe so jetzt auch gleich das Video von Satin Naturell. Also einen schönen Tag. Daumen nach oben, abonnieren und habt mich alle lieb. Ich hab euch auch lieb. Also bis dann. Tschüss.